So, und damit beginnt jetzt auch schon wieder der dritte Tag hier von der London-Reise. Das Problem ist nur, dass mir heute am Abend aufgefallen ist, also auch gestern schon den Tag lang, dass meine SD-Karte eingegangen ist. Und das Problem ist, dass ich auf der SD-Karte die ganzen Dateien vom ersten Tag draufgespielt habe und die jetzt nicht mehr da sind. Und ja, auf jeden Fall, jetzt sind sie noch mal reingerannt. Jetzt haben sie gerade bei der Gastfamilie ihr Busticket vergessen. Und ja. Und auf jeden Fall, wir machen uns dann wieder auf den Weg mit Bus zur Schule. Und genau, und erst dann wieder kann ich mich melden, weil in der Schule kann ich halt überhaupt nichts filmen. So, da sind sie jetzt wieder. Hier hinter mir mein Haus. Extrem geil. Und ja, also ich entschuldige mich, vielleicht schaffe ich es zu Hause noch, dass ich auf von der Speicherkarte die Dateien wieder runterkriege, vielleicht auch nicht, also das muss ich schauen. Na gut. Present has no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Wir sind jetzt hier schon im Hintergrund der Big Ben und wenn ich mich umherdrehe, hier haben wir das London Eye im Hintergrund und da steht Leonard im Weg. Big Ben, wirklich cool, ich habe jetzt eh gerade ein paar Fotos gemacht, ich hoffe, die sind was geworden. Und ja, da das London Eye, das ist zurzeit noch rosa beleuchtet. Ja, und da steht Matthias, aber den habt ihr schon gesehen. Und ja, es ist schon ziemlich dunkel, deswegen ist halt auch schon alles beleuchtet. Und ich glaube, das ist, nein, das ist was anderes. Egal. Ich kenne mich halt nicht ganz so gut aus, aber egal. Wo du immer schon da warst. Ich war schon mal in London. Ja, genau, ich war schon mal in London. Vor 2 Jahren oder so. Ja, vor 2 Jahren oder so war ich schon mal hier. Halt mit meiner Familie und so. Aber ist halt ziemlich cool. Und der Big Ben macht das Video jetzt richtig cool. Ich sollte so filmen. So, jetzt seht ihr den Big Ben auch. Und ja, ich kann nur noch 3 Minuten aufnehmen, was richtig toll ist. Naja, egal. Gut, wir sehen uns später noch. Yeah, I get my best flows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with expos. Planning out all of my next moves to expos. The most unlikely artist to make it out of the West Coast. Teenager with the mind of a vet though, but soon somebody will sign him a check. So if you did something that you highly regret, I recommend it. It's about time that you let go. Cause at first they were trying to diss me. Now I'm coming up. So, damit geht es hier auch schon der dritte Tag hier von den London Vlogs. Dritter Tag. Ja, wir sind vorgestern hergekommen. Gestern waren wir schon unterwegs und heute waren wir jetzt unterwegs. Und damit endet hier jetzt auch schon der dritte Tag der ganzen Reise. War halt wieder ziemlich cool. Wieder halt am Vormittag wieder in der Schule, in unserer Klasse und so. Waren wir eh wieder die gleiche Klasse und so. Ja, dann haben wir uns heute ja Madame Tussauds angeschaut und dann den Big Ben und London Eye und ich glaube, ich habe das eh alles gesehen. Ich musste halt, habe da eh alles, glaube ich, halbwegs gut gefilmt. Und irgendwie ist das dreckig. Naja, egal. Scheiß auf Bildqualität.
Ja, morgen geht es dann wieder richtig früh raus eigentlich. Wir müssen immer so um 7 Uhr oder was aufstehen, damit wir rechtzeitig alles vor 7, oder? Ich glaube vor 7. Und ja, ansonsten war es das jetzt hier mit dem dritten Vlog. Ich bedanke mich natürlich wieder mal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich natürlich über einen Like freuen oder wenn ihr mich abonnieren würdet. Ihr könnt natürlich wieder Kommentare unten reinschreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so. Dann könnt ihr natürlich unten in die Kommentare da irgendwas reinschreiben. Und ja, ansonsten war's das jetzt und sage ich nur noch, macht's es gut, bis dann, ciao. Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all and now I want it more. Until I'm number one is the loneliest number that you'll ever do. And you could tell that I'm